Das nüchterne Chaos der Industriegesellschaft erzeugt vielfach ein Bedürfnis nach einfachen Patentrezepten, die geeignet sind, über die harte Realität der Gegenwartsprobleme hinwegzutäuschen. Vor allem zwei religiöse Sekten indischer Herkunft verstehen es neuerdings erfolgreich, die durch die Emanzipation von den kirchlichen Autoritäten entstandene Marktlücke zu nutzen. Die von seiner göttlichen Gnade Prabhupada gegründete internationale Bewegung für Krishna-Bewusstsein und die Mission des göttlichen Lichts, die Divine Light Mission, deren 15-jähriges Oberhaupt Guru Maharaji sich von seinen Anhängern ganz unverblümt als der liebe Gott persönlich verehren lässt. Indien, das Wunderland, ist traditionell besonders schöpferisch in der Produktion von Erlösungsreligionen mystischen Charakters. In ihrem Mittelpunkt stehen Meditationstechniken, deren Übung den Heilssuchenden zu einer über allen Zweifel erhabenen und allem irdischen Ungemach enthobenen Erleuchtung führen soll. Das kritische Bewusstsein, das die Aufklärung gegenüber den religiösen Traditionen im Westen entwickelte, lässt sich offenbar leichter umgehen, wenn die alte Idee in einem neuen, exotisch funkelnden Gewand auftritt. Der Liberalität unserer Zeit, die als Tugend gilt, entspricht die Not einer sehr weitgehenden weltanschaulichen Orientierungslosigkeit. Es gibt einen reichhaltigen Markt von Ideologien, Religionen und Philosophien, dem der Konsument viel hilfloser, weil unbewusster gegenübersteht, als dem Warenangebot im Kaufhaus. Was auf diesem Markt feilgeboten wird, sind Weltbilder, Denk- und Verhaltenssysteme, Wertvorstellungen und Orientierungsprinzipien, also Lebensrezepte. Sie alle erheben den Anspruch, nicht nur einzelne Bedürfnisse des Käufers zu befriedigen, sondern seine Grundprobleme zu lösen. Hare Krishna. Mein früherer Name war Ulrich Harland, da bin ich geboren worden in Westdeutschland. Und jetzt bin ich ein Mitglied des Sri Sri Radha Krishna Tempels und habe von meinem geistigen Meister, nachdem ich ein halbes Jahr im Tempel gelebt habe, den geistigen Namen Alanath Das bekommen. Alanath ist ein Name von Krishna und Das heißt Diener. Das heißt, ich bin jetzt meinem Namen nach ein Diener Krishnas. Und so versuche ich mich jetzt zu verhalten, wenn ich im Krishna-Tempel lebe und meine Aktivitäten ausführe. Im Krishna-Tempel ist die wichtigste Aktivität, unserem geistigen Meister zufriedenzustellen. Und das können wir dadurch machen, dass wir diese Krishna-Bewusstsein verbreiten und allen Menschen die Botschaft von Krishna-Bewusstsein bringen. Man bedient sich moderner Methoden, um das Krishna-Bewusstsein zu verbreiten. Krishna-Zeitschriften und Bücher werden wie Geschenke verteilt. Man überlässt es dem Schätzvermögen des Konsumenten, einen angemessenen Preis zu zahlen. Meistens hat sich dieser dann allerdings zu seinen Ungunsten verschätzt. Das ist das Ding eines transzendentalen Mantras, eines transzendentalen Gesanges. Und wie Sie Diskussion, Diskussion, das ist so ähnlich wie Demokratie. Demokratie bezeichnen wir im Krishna-Bewusstsein von den Dummen, für die Dummen, durch die Dummen. Genauso ist eine Diskussion, ne? Nicht als wenn sich zwei Dumme unterhalten. Gegenüber dem Angebot religiöser Heilsbringer lohnt es sich, kritischer zu sein als bei jedem anderen Konsumgut. Denn die Preise sind hoch. Außer den direkten finanziellen Opfern, die jede tüchtige Sekte von ihren Anhängern verlangt, wird nichts Geringeres gefordert als die bisherige Existenz des Konsumenten. Man verspricht ihm dafür, in welcher Form auch immer, eine andere, neue, bessere Existenz. Und sei es auch erst im Jenseits. Je geschäftstüchtiger ein religiöses Unternehmen, desto weniger lässt sich sein Heilsziel dingfest machen. Und umso unabdingbarer wird dessen Erlangung abhängig gemacht von Leistungen eben für dieses Unternehmen. In den westlichen Ländern gibt es schätzungsweise 6000 Krishna-Anhänger. Der Berliner Tempel wird von 3 weiblichen und 7 männlichen Mönchen bewohnt. Sie haben keinen Privatbesitz. So, der Name, den mir mein geistiger Meister gegeben hat, ist Jan Munilaya, das. Das heißt, ist der Diener von Krishna, der nie geboren wurde. So heißt es übersetzt. Und meine Funktion ist es, vor allem die Bücher des geistigen Meisters zu verbreiten
und jedem die Möglichkeit zu geben, Gottbewusstsein zu praktizieren, beziehungsweise in Verbindung zu kommen damit. Mein geistiger Name ist Gopesh und meine Hauptaktivität besteht darin, wie alle bei uns, Sankirtan zu machen, ja? Hare Krishna. Ich bin seit einiger Zeit in der Hare Krishna-Bewegung, aber ich habe von meinem geistigen Meister den Namen Ridani bekommen. Hare Krishna. Ich heiße Martin und bin Mitglied im Hare Krishna-Tempel hier in Berlin. Und was ich mache, das ist einfach das Prinzip von Bhakti-Yoga zu folgen, so wie es unser geistiger Lehrer, Aci Bhaktivedanta Swami, was uns vermittelt hat. Mein geistiger Name ist Nishpapadas und meine Hauptaufgabe hier im Tempel ist es, unsere Schriften zu verbreiten und auf der Straße Sankirtan zu machen. Rund um die Uhr dient jeder Tempelbewohner Krishna und dessen geistige Meister Prabhupada, dem obersten Guru der Krishna-Bewegung. 3 Uhr aufstehen und kalt duschen. Zeichen werden angelegt. Dieses Zeichen, was wir uns jeden Morgen anlegen, das nennt sich Tilaka. Und es ist infiziert und als Diener Gottes. Da gibt es 13 verschiedene Körperteile, auf die wir das auftragen. Und für jeden dieser Körperteile sagen wir ein bestimmtes vedisches Wort. Und diese Wörter sind Namen Krishnas. Und durch diesen Namen Krishnas wird bewirkt, dass unser Körper geschützt wird für unseren Dienst zu Krishna. Hare Krishna. Auf einer rosenkranzähnlichen Kette werden bis 5 Uhr Gebete gesprochen, wie das Krishna-Mantra. Hare Krishna, 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 Hare, 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 Rama, Hare, Rama, 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 Hare, Hare. Dann folgt der Gottesdienst mit Opferdarbietungen, Gesängen und Lesungen aus den alten indischen Schriften, zum Beispiel der Bhagavad Gita. Diese Zeremonien dauern bis 7 Uhr. Genauso wie das Schwein sich in seinem Dreck wohlfühlt, lehnen die Dummköpfe den Pfad der Befreiung ab und behaupten, dass man durch technischen Fortschritt diese Welt der Kriege macht. Diese heiligen Namen Krishnas werden so oft wiederholt, bis man über die reine Lautschwingung zum Krishna-Bewusstsein gelangt. Von 8.30 Uhr bis 10 Uhr hat jeder die vom Präsidenten festgelegten Pflichten zu erfüllen, wie Tempelreinigung, Wäsche waschen. Um 10 Uhr gehen die Krishna-Jünger auf die Straße, um Sankirtan zu machen. Das heißt, es werden Krishna-Bücher verkauft, es wird getanzt und die Namen Krishnas werden gesungen. Gegen 13 Uhr gibt es Mittagessen. Dazu ist derjenige, der vegetarische Kost zu schätzen weiß, herzlich eingeladen. Nach dem Essen kann man eine halbe Stunde ruhen. Von 14 bis 18 Uhr gehen die meisten wieder Bücher verkaufen und die heiligen Namen Krishnas singen. Nach 18 Uhr folgen Opferung und Abendessen. Um 19.30 Uhr wieder Gottesdienst wie am Morgen. Diese Zeremonien dauern bis 21 Uhr. Hieran nehmen auch die Anhänger, die nicht im Tempel wohnen, teil. 21 bis 3 Uhr, Nachtruhe. Auf diese Weise sind Krishna-Jünger ständig in Aktion für Krishna und ihren geistigen Meister Prabhupada. So, mein Name hier im Tempel ist Shivananda. Und ich bin sogenannter Präsident von diesem Tempel. Ich bin zuständig hier. Und wir sehen, dass alles läuft hier im Tempel gemäß nach unserer geistigen Meisters Unterweisung. Hast du dir mal überlegt, warum du den Präsidenten in der Form als, man kann ja fast sagen, Vaterfigur akzeptierst? Ja, er ist ein Vertreter, ein Diener, er ist ein Diener Gottes. Ja. Und ich bin immer ein Diener, ja. Ich bin auch ein Diener Gottes, ja. Ich bin immer ein Diener in irgendeiner Form, ja. Und ein Diener Gottes bin ich im Grunde, ja. Irgendeiner Energie von Krishna, ja. Und er ist ein Vertreter, ja. Es gibt einen geistigen Meister und man dient dem geistigen Meister. Und jemand anders dient dem geistigen Meister und ich diene ihm, ja. Weil der geistige Meister nicht hier ist, diene ich seinen Vertretern, ja.
Der Tempelraum ist der reinste Raum im ganzen Gebäude, ja. Und es ist gut, wenn wir einmal der Latten und der Schrubbe und der Besen separat sind, ja. Und für die Küche auch. Die Küche ist auch sehr rein, ja, aber sie ist eben die Küche, ja. Da muss man eben extra was für die Küche haben. Ja. Kochst du auch ab und zu? Ja, ich koche ab und zu. Ich mache das Frühstück. Mach jeden Morgen für Krishna. Schönes Frühstück. Kann man sich eigentlich mit einem Krishna-Bruder anfreunden und den lieben? Ein Krishna-Bruder? Ich weiß nicht. Man kann einen Menschen lieben, ja. Ich weiß nicht, wie das ist. Das steht in den Schriften jedenfalls. Das ist nicht möglich, wenn man, ja. Eine echte Liebe kann man praktisch nur zu Gott entwickeln. Ja? Weil das eine echte Beziehung ist, ja. Weil wir nichts davon verstehen, von Liebe, ja. Unsere Liebe ist unsere irdische Liebe, ja. Das heißt, Liebe zu uns, zu dem Körper, ja. Das sagt man, ist pervertiert, ja. Pervertiert. Sie hat also nichts mit der reinen Liebe zu tun, ja. Die reine Liebe, die geht nur zwischen der Seele vor sich, ja. Zwischen zwei Seelen. Zwischen der kleinen Seele und der großen Seele. Und die kleine Seele sind wir und die große Seele ist Krishna. Das ist Liebe. Das ist eine Liebesbeziehung. Die ist ewig, diese Liebesbeziehung, ja. Danke. Ja, alles ist so. Ich muss auf jeden Fall verheiratet sein, um eine echte Beziehung mit einem Mann zu haben. Ja? Das muss ich heiraten, damit diese Verbindung perfekt ist. Ja? Ich kann nicht jeden anfassen. Ja? Das geht. Bist du sicher, dass du nicht heiraten wirst? Doch, ich werde heiraten. Ich möchte heiraten. Es ist auch sehr gut, wenn ich heirate. Ja? Das sagt unser geistiger Meister. Ich muss sagen. Ja. Weil ich als Mädchen, ich kann nicht Krishna bewusst werden. Ja? Ich hab nicht die Intelligenz dazu. Ja, auch wenn ich mir das einbilde, ja, ich kann dies und das, ja, aber das ist nicht so. Ich kann es nicht erreichen, ja. Du, ich habe noch eine Frage. Ich glaube, ich habe dich da missverstanden. Warst du, dass du dieses Bewusstsein nicht erlangen kannst, weil du ein Mädchen bist? Ja, weil mein Körper weiß nicht, weil das, wie soll ich das sagen? Das ist in der materiellen Natur so, ja, dass die Frau nicht ohne den Mann Fischer bewusst werden kann. Ja, der weibliche Körper, der hat körperliche Funktionen, ja. Zum Beispiel Kinder bekommen, ja. Und der männliche Körper hat mehr geistige Funktionen. Und das ist eine Ergänzung, ja. Und durch diese Ergänzung kann die Frau Fischer bewusst werden. Ein Mann, der kann allein Krishna bewusst werden, er hat die Fähigkeit, ja. Aber eine Frau hat es nicht. Sie braucht die geistige Hilfe dabei. Ja. Hast du verstanden? Okay. Ich kann das auch nicht so genau sagen. Du wolltest da was zu sagen. Du hattest einen Einwand. Kannst du den formulieren? Ja, es gibt 8.400.000 verschiedene Erscheinungsformen des Lebens. Und da gibt es verschiedene Unterschiede. Da gibt es einmal die Tiere, die pflanzlichen Lebewesen. Und die sind auf einer verschiedenen Bewusstseinsebene als die Menschen. Und auch so sagen uns die heiligen vedischen Schriften, dass ein Unterschied des Bewusstseins zwischen Mann und Frau gibt und dass die Frauen auf einer niedrigeren Intelligenzstufe sind als die Männer. Aber sie haben in der Familie, nämlich das ist das vedische System, dass die Frauen sich verheiraten, haben die Aufgabe, dem Mann zu helfen und sie haben die Aufgabe, Kinder zu bekommen und sie haben die Aufgabe, zu kochen und das Haus sauber zu machen. Das sind ihre Aufgaben. Aber durch die Ausführung ihrer Pflicht, dieser Aktivitäten, kann sie die gleiche hohe Stufe des Mannes erreichen. Und deshalb ist da im Endeffekt gar kein Unterschied. Sondern es ist nur, dass man hat verschiedene Pflichten, die man ausführen soll. So, aber die Frauen im Krishna-Bewusstsein, sie heiraten und sie dienen ihrem Mann, sie arbeiten und sie kochen und sie bekommen Kinder. Dazu ist ihr Körper geschaffen und das ist das, wo eine Frau glücklich werden kann. Wenn eine Frau, wie jetzt in der Gesellschaft zum Beispiel, Politikerin wird oder so, dann ist das nicht ihre wirkliche veranlagungsmäßige Position. Und dadurch ist es ihr unmöglich, glücklich zu werden. Sexualität, die natürliche Erfahrung der schöpferischen Autonomie des Menschen, unterliegt in autoritären Religionen einer grundsätzlichen Abwertung. Dem entspricht auch die Abwertung der Frau und ihrer sozialen Stellung. Zur Krishna-Bewegung bin ich gekommen. Ich habe mich von Anfang meiner Geburt, beziehungsweise von meinen ersten Erlebnissen, immer gemerkt, dass irgendwas in dieser Welt absolut nicht stimmt. Und dass die Gesellschaft, meine Eltern und alle Menschen sich irgendwie mit dem Unglück und all dem Leid in dieser Welt
abgeben, dass sie es akzeptieren und in ihrem Lebensweg, den sie praktizieren, dass das da irgendeine Ordnung hat. Aber da konnte ich mich nicht mit zufrieden geben und deshalb hatte ich gar kein wirkliches Interesse, solche Aktivitäten zu machen, wie mein Vater, der zum Beispiel Lehrer ist, oder wie meine Mutter, die Hausfrau ist. Das konnte mich nicht, oder auch die anderen Berufe und alle diese Dinge, die es gibt. So, dann bin ich zur Schule gekommen und auch da habe ich gesehen, dort reden alle Menschen, aber keiner weiß wirklich etwas. Wenn es um ernsthafte Fragen geht, dann wird das verschwiegen. Dabei redet man über irgendwelche technischen Fortschritte. Das hat mich frustriert und ich damals habe ich überlegt, was kann man tun, dass das Leid in dieser Welt zurückgeht, dass man wirklich etwas für alle tut. Ich hatte mich damals der APO zugewandt, diesen linken politischen Organisationen. Aber nach einer Zeit, wo ich sah, was für ein hoffnungsloses Treiben das war, habe ich gemerkt, wenn man irgendjemandem Wissen geben möchte, dann ist die Voraussetzung, dass man selber Wissen hat. So, weil ich sah, ich habe kein Wissen, war ich frustriert und bin praktisch, man nennt es ein Hippie geworden. Ich habe versucht, den Sinnesgenuss, der mein Leben erfüllt, genau wie alle anderen Menschen versuchen, ihr Leben zu erfüllen mit Sinnesgenuss, versuche ich durch Drogen zu erhöhen, in der Hoffnung, dadurch einen Sinn meines Lebens zu finden, einen Sinn dafür, dass ich überhaupt existiere. Aber auf der höchsten Ebene von Sinnesgenuss habe ich einmal gemerkt, als sie eine LSD-Droge genommen hatten, hatte das, es gibt kein Genießen. Selbst bei dem höchsten körperlichen Genießen ist der Geist immer noch unzufrieden, weil er hat andere Bedürfnisse. Und von da, von dem Punkt an, hatte ich all diese Sachen aufgehört und war ernsthaft auf der Suche nach jemandem, der mir das, was ich suchte, zeigen konnte. Und auf diesem Weg habe ich viele, viele Menschen getroffen, die verschiedene Aussagen hatten, bis ich meinen geistigen Meister traf. Und der hat das, was er sagte, auch selber praktiziert. Und jetzt lerne ich von ihm. Und ich lerne von ihm, Gott zu lieben und mich hinzugeben und eine wirkliche Erfüllung dieses Lebens zu finden, weil sie ist echt und ewig und nicht zeitweilig wie alle anderen Dinge. Hare Krishna. Und vorher, was hast du vorher gemacht? Na, Schriftsetzer gewesen. Schriftsetzer. Hier in Berlin? Ja. Ja. Und wieso bist du dann hierher gekommen? Ja, am Anfang habe ich einfach nur völlig gut gemacht. Der ehemalige Schriftsetzerlehrling Ulfhard Meyer hat kürzlich sein Elternhaus verlassen. Für Krishna gab er seinen Lehrer auf und ohne etwas zu besitzen, lebt er als Mönch im Krishna-Tempel. Was unternehmen Eltern, die auf diese Weise ihre Kinder verlieren? Frau Meyer, was meinen Sie, war der Grund, weshalb Ihr Sohn den plötzlichen Entschluss fasste, von zu Hause wegzugehen? Da waren er ist Schriftsetzerlehrling gewesen und hatte eben ein halbes Jahr länger machen müssen, wegen eines Unfalls. Und ich nehme an, also, dass er Examensangst hatte oder er hatte sich ja schon vorher etwas damit beschäftigt. Ja, also genau kann ich Ihnen das auch nicht sagen, denn wir haben eigentlich nie darüber groß gesprochen. Ich wusste wohl, dass er da hingeht, aber wir haben das alles eben nicht sehr ernst genommen. War nicht vielleicht auch eine kleine Liebe da? Naja, er hatte wohl eine Liebe, die etwas hohe Ansprüche stellte, die er natürlich mit seinem Lehrlingsgehalt nicht bewältigen konnte und das zerbrach dann. Darüber weiß, was nun später war, das weiß ich nicht. Darüber hat er mir nie irgendetwas gesagt. Sie sagten, solange Ihr Sohn die Krishna-Kutte trägt, werden Sie ihn bis aufs Messer bekämpfen. Nicht meinen Sohn werde ich aufs Messer bekämpfen, sondern diese Gesellschaft. Und das halte ich auch immer wieder aufrecht. Was sind Ihre nächsten Aktionen? Ja, also die nächsten Aktionen sind erstmal, dass ich ihn immer wieder an mich heranziehe, um ihn auszuhorchen, bin ich ganz ehrlich. Es klingt vielleicht etwas bösartig, aber nur so kann ich ihn, indem ich ihn reize zu irgendwelchen Äußerungen, nur so kann ich ihn zwingen, Äußerungen zu machen, in dem Punkt auch, wie die Sache war mit den Geldern. Da habe ich gefragt, wie viele Gelder ihr so einnehmt. Da sagt er so 500 bis 1000 Mark. Ich sagte, wo gehen denn die Gelder alle hin? Und daraufhin sagte er, ja, ich weiß es ganz genau, ich habe sie ja selbst abgeschickt. In 400 bis 500 Dollar kleinen Beträgen geht alles nach Amerika, wo riesige Grundstücke gekauft werden. Die Krishna-Leute nach den Schriften und nach Ulfhards Aussagen dürfen kein Eigentum besitzen. Und da wir jetzt eine Tochter haben, uns kann ja unterwegs irgendwann was passieren oder auch hier auch in Berlin, haben wir den Sohn enterbt. Damit diese Krishna-Leute nicht eines Tages das Erbgut, wir haben ja etwas Besitztum, einfach an sich nehmen und meine Tochter steht dann da und hat nichts mehr. ISKCON ist eine Verkürzung in Englisch für die International Society for Krishna Consciousness.
übersetzt, das heißt Internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein. So ist es eine Verkürzung von dem Englisch. Müssen Sie eigentlich hier in Berlin Steuern zahlen? Ja, wie normalerweise Mehrwertsteuer oder nicht, aber keine solche, wie sagen wir, keine Lohnsteuer. Wie hoch sind die Einnahmen, die Sie ungefähr im Monat haben? Im Monat? Rund um 10.000 Mark. Tabuisierung der Sexualität und Abwertung des körperlichen Daseins haben beträchtliche gesellschaftliche Konsequenzen. Charakteristisch dafür ist die indische Karma-Lehre, die Lehre von der Wiedergeburt. Auf einer archaischen Kulturstufe verstand man die Wiedergeburt als den natürlichen Vorgang der Fortpflanzung, durch welche die Vorfahren sich in den Nachkommen immer wieder erneuern. Die Priester und Ideologen des Hinduismus, die Brahmanen, haben diese natürliche Vorstellung schon früh umfunktioniert in eine metaphysische Theorie, eben die Karma-Lehre, wonach die Gesetzmäßigkeit der Wiedergeburt mit biologischen Vorgängen nichts mehr zu tun hat. Gemäß dieser Lehre ist es möglich, nicht nur als Mensch, sondern auch als Pflanze, als Tier oder auch als Gott wiedergeboren zu werden. Welche von diesen Möglichkeiten eintritt, entscheidet allein das moralische Verhalten, das heißt der Gehorsam gegenüber der herrschenden Ordnung. Auf dem Hintergrund einer solchen Lehre muss jeder Gedanke an soziale Mobilität oder Chancengleichheit in der Gesellschaft von vornherein absurd erscheinen. Wer es verdient, wird als König wiedergeboren, auch wenn er tatsächlich in einem Elendsquartier verhungert ist. In der Realität aber, die man als äußerliche Scheinwelt abtut, gibt es nicht den geringsten Spielraum. Die Zugehörigkeit zu den Kasten ist in Indien absolut erblich. Wer zu der niedersten Klasse, den Parias, gehört, darf nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Nachkommen in fernster Zukunft niemals den sozialen Aufstieg in eine höhere Kaste erhoffen. Aufgrund dieser Lehre kann man den Hinduismus wohl als das gnadenloseste Unterdrückungssystem der Geschichte bezeichnen. Die Brahmanen, deren Vorfahren dieses System entwickelten, bilden verständlicherweise die ranghöchste Kaste. Nicht minder verständlich erscheint es, wenn unternehmungslustige Vertreter dieser Kaste sich heute angesichts der haarsträubenden Verelendung der indischen Massen auf der Suche nach fetteren Weideplätzen ins westliche Ausland begeben. Ich verbeuge mich verehrend vor meinem geistigen Meister, der die vedische Literatur und das Krishna-Bewusstsein in die westliche Welt gebracht hat und diese Bücher übersetzt hat ins Englische und von dort ist es übertragen worden ins Deutsche. Und durch diese Schriften haben wir die Möglichkeit, ein Verständnis über Gottbewusstsein zu bekommen. Da ist einmal die Bhagavad Gita hier vor unserem geistigen Meister steht. Da ist das Krishna-Buch, in dem Geschichten über die höchste göttliche Person Sri Krishna steht. Da ist das Srimad Bhagavatam, in dem auch Geschichten über die Schöpfung und über alle Dinge, die in dieser Welt geschehen stehen. Dieses Werk hat 60 Bände im Ganzen, wovon unser geistiger Meister 6 bisher übersetzt hat. Diese Bilder, die ich jetzt mal, sie sind beschrieben in den vedischen Schriften und sie werden ganz genau, sie sind autorisiert, während alles, was man normalerweise versucht, Wahrheit zu finden, auch in der Malerei irgendwie eine Wahrheit zu finden, die ist niemals autorisiert, weil sie ist aus eigener Sicht, unsere Sinne sind so begrenzt, wir können kein wirkliches Wissen aufnehmen mit diesen Sinnen. So sind auch die Bilder oder überhaupt auch Schriften, auch wenn wir Literatur machen oder irgendetwas, das ist alles unautorisiert, weil sie kommen von eigener Spekulation heraus. In den jahrtausendealten indischen Büchern des Wissens, den vedischen Schriften, wird unter anderem auch festgelegt, was gemalt werden darf. Als lebende Autorität verehren die Krishna-Anhänger Bhaktivedanta Swami Prabhupada, der am 1. September 1896 in Kalkutta geboren wurde. Er gilt als wahrer geistiger Meister und höchster Guru. Es gab im Laufe der Geschichte viele falsche Meister, aber Prabhupada ist der wahre. Prabhupada studierte an der Universität in Kalkutta Volkswirtschaft, Englisch und Philosophie und war dann in einem großen Industriekonzern als Direktor tätig. 1933 empfing Prabhupada die Initiation, das heißt die Einweihung. Er wurde dazu ausersehen, das Krishna-Bewusstsein in die westliche Welt zu bringen.
Prabhupada fand 1966 im Alter von 70 Jahren in New York seine ersten Anhänger. Heute missionieren seine Jünger in allen westlichen Metropolen. Das sind Tonbänder von der Hare Krishna Bewegung und da spricht unser geistiger Meister Srila Prabhupada drauf. Und dadurch, dass wir diese Tonbänder haben, haben wir die Möglichkeit, jeden Tag mit der Stimme und dadurch auch mit unserem geistigen Meister zusammen zu sein. Weil er gibt uns die Botschaft des Krishna-Bewusstseins und wenn wir sie aus seinem Mund direkt hören, dann können wir sie sehr tief verstehen. Das ist unser geistiger Meister da auf diesem Bild. Sein Sekretär reist immer mit ihm herum und er nimmt jeden Tag die Vorträge auf, die unser geistiger Meister hält. Und diese Vorträge werden in unserem Studio in Los Angeles auf kleine Tonbandkassetten produziert und werden zu den einzelnen Zentrums verschickt. Und so haben wir immer Kontakt zu unserem geistigen Meister, auch wenn er vielleicht auf der anderen Seite der Erde ist. Hare Krishna, das ist eins dieser Tapes. In Dallas, Texas gibt es die einzige Schule der Welt, in der Kinder ausschließlich auf den Dienst an Krishna vorbereitet werden. Die Krishna-Anhänger wissen die für jede weitere Entwicklung so entscheidende Phase bis zum sechsten Lebensjahr zu nutzen. Die Erziehung zum Krishna-Bewusstsein beginnt schon während des Frühstücks, morgens um 5 Uhr. Getrennt nach Geschlechtern hocken Jungen und Mädchen auf dem Boden und hören die Botschaft Krishnas vom Tonband. Der Schulunterricht beginnt mit dem Nennen der heiligen Namen Krishnas. Auch in der Geografiestunde geht es um Krishna-Bewusstsein. Die Schüler lernen, wo überall auf der Welt Hare Krishna-Tempel zu finden sind, zum Beispiel in New York. We're going to review what we learned in the last geography class. That is, where are the major temples, Hare Krishna temples in the world? Who can name some of the major ISKCON temples around the world? Yes, Maria Prabhu? New York Temple. Who can come up to the blackboard and point to the spiritual oasis, New York Temple? Wenn die Schüler diesen Tempel kennen, so sagt die Lehrerin, können sie jeden, der sich nach Krishna sehnt, dorthin führen. Yes, that's right. That's New York Temple. You can all remember that. So if you meet someone who's thirsty, you can direct them to this wonderful temple in New York. He's going to get something for them to sit on. Eine Mutter schminkt ihre Tochter für das Krishna-Kindertheater. Ist sie der Meinung, dass ihre Tochter auf der Krishna-Schule eine bessere Ausbildung erhält als auf einer staatlichen Schule? They're not missing anything. Die Kinder, so die Mutter, vermissen nichts von der materiellen Welt. Durch das Tempelleben erhalten sie ein Gefühl für den hingebungsvollen Dienst an Krishna und einen Vorgeschmack von der geistigen Bewusstseinswertung. Wenn man die Kinder beim Singen, Tanzen oder Essen beobachtet, weiß man, dass sie die vergänglichen Dinge der materiellen Welt nicht benötigen. Auf die Frage, ob die Kinder denn so in freier Entscheidung ihren Lebensweg selber bestimmen könnten, antwortet die überzeugte Krishna-Anhängerin. Jeder, der das Krishna-Bewusstsein erlangt hat, beginnt sein neues Leben.